Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht, und zwar diese Tin. Diesmal ist es eine Glurak-Tin. Haben wir auch schon hier aufgemacht. Das war die erste Tin von diesen. Die gibt es ja noch in Raichu und Gyarados-Ausführungen, die wir hier aufgemacht haben. Und heute wollen wir die natürlich auch wieder aufmachen. Nur diesmal in einem etwas anderen Format, denn wir wollen gucken, kriegen wir das Geld, was wir für diese Box bezahlt haben, auch wieder rein. Sprich, dieses Format Pay the Box, ne, kennt ihr vielleicht von anderen Kanälen. Schauen wir mal, das kann gut gehen, das kann aber auch ganz schön in die Hose gehen. Ich habe für diese Box bezahlt, und zwar bei WRD Trading Cards, 22,80 €. Und ja, das Geld müssen wir jetzt wieder reinholen. Und jetzt schneiden wir einfach mal die Verpackung auf. Und jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Das dicke Messer packe ich mal zur Seite, sonst schlitze ich mich hier noch auf. Das wollen wir ja nicht. Denn dann werden wir nie erfahren, ob wir das Geld wieder reinholen. Also wenn wir die theoretisch verkaufen würden, also den Inhalt. Schauen wir mal. Ich sag mal, die Box an sich, die kann man ja eigentlich auch schon, ne, verkaufen. Die geht auch schon, sag ich mal, so für 5 € wird man die auch schon los, habe ich gesehen. Okay. Wenn man jetzt halt Pech hat und die nicht bekommen hat. Gut, dann ist das so. Das ist unsere Promo, eine richtig, richtig schöne Promo. Ich glaube, die geht für 7 €. Ich blende das jetzt mal nicht in den Videos, in diesem Video ein. Denn ja, das ist ja immer nur so eine Momentaufnahme. Die Preise, die können sich ja ändern. 4 Booster wieder drin, von jeder Sorte ein. Sehr schön. Ich habe es mir so gedacht, ich filme das hier erstmal ab. Wie gesagt, ich glaube, die geht zurzeit um die 7 €. Aber da sich das ja auch im Laufe der Zeit ändert, habe ich mir gedacht, okay, dann filme ich das hier erstmal ab und dann mache ich nochmal am Ende so ein kleines Video, nachdem ich nachgeschlagen habe, und gucke dann, für wie viel die einzelnen Karten zu diesem Zeitpunkt gehen, und hänge dann dieses Video einfach hier hinten dran. Also wenn ich mich gleich verabschiede und da ist noch ein bisschen Laufzeit, wundert euch nicht, dann ist dieses Video an sich erstmal vorbei, aber die Auflösung kommt dann danach. Die Videos schneide ich dann einfach zusammen. Ja, ich habe auch schon gesehen, in dem einen oder anderen Format, da haben die Leute dann gesagt, okay, komm, der Code, glaube ich, geht je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dieser Edition ist, auch für ein gewisses Geld, kann man auch noch mit reinrechnen. Wir machen das heute wirklich nur mit den losen Karten, rechnen diese Box und die Codekarte für das Online-Spiel nicht mit ein. 4 Booster wie immer drin, und dann schauen wir mal. 22,80 € geht es zu schlagen. Von mir gibt es jetzt erstmal einen aktuellen Code verborgenes Schicksal. Viel Spaß damit, macht was raus. Ein paar andere Codes habe ich gleich auch noch, die wir raushauen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was wir da so drin haben. Hier so den ganzen Balk und so, den rechnen wir jetzt auch mal nicht ein, ne? Jetzt mal, wenn man da sagt, hier kommen die einzelnen Karten, kann man auch noch irgendwie für 2, 3 Cent verkaufen. Ja, gut. Darüber schauen wir jetzt einfach mal hinweg. So, und dahinter haben wir, mal gucken, dahinter muss doch was sein. Ein Phlegmon. Und wir wissen, wenn da eine Reverse-Karte kommt, dann ist dahinter in der Regel nichts mehr. Aber hier ist ein Starmie-GX. Auch so eine Karte, die ich nicht mehr sehen kann. Die habe ich schon so oft gezogen. Aber das ist echt selten. Ich glaube, in 90% der Fällen ist hinter so einer Reverse-Holo nichts. Jetzt haben wir hier wenigstens ja, eine GX. Das finde ich gut. Ja, muss man einfach so sagen. Ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrungen sind. Könnt ihr mal unten reinschreiben. Habt ihr ja schon zum Teil unter den anderen Videos gemacht. Ja, an dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle, die immer so fleißig, ja, meine Videos schauen und hier kommentieren und liken. Das finde ich ganz großartig. Da macht es nämlich umso mehr Spaß. Da freue ich mich schon immer drauf. Oh, jetzt kann ich wieder was abfilmen. Richtig, richtig cool. Den ersten Hit haben wir schon mal drin. Das ist schön. Ich meine, so ein Video ist ja immer schnell jetzt hier gemacht, ne? Wenn man nur so eine Tin aufmacht. Ja. Das geht. Mal schauen. Vielleicht ziehen wir so eine Shiny Mewtwo GX. Das wäre ja nicht verkehrt. Oder eine Glurak Shiny. Das wäre doch mal was. Haben wir ja schon. Haben wir schon. Müsste mal gucken in der Galerie. Da gibt es schon ein paar geile Openings. Also das fetzt. Ich mag ja allgemein hier so die Artworks. Ganz süß. Und dahinter. Das sieht schlecht aus. Seht ihr in der Regel, ne?
Also entweder man pullt hier richtig stark oder ganz oft auch dann halt nicht so. Viel Spaß damit, macht was raus. Hier noch Ultra Prisma und einmal Kräfte im Einklang. Viel Spaß damit, macht was raus. Einmal durchreißen, nicht, dass ich da durcheinander komme. Die Codes sollen ja hier nicht doppelt vergeben werden. Wäre ärgerlich, wenn ihr euch da die Mühen macht und nachher ist der Code schon weg. Ist immer sowieso so eine Sache, der eine oder andere, der wartet ja immer nur darauf, die Codes abzugreifen. Und viele gehen dann leider leer aus. Aber so ist das leider nun mal. Gut. Schauen wir mal, Leute, schauen wir mal. Hälfte ist um. Mann, 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 Mann. Auch ein schönes Artwork hier. Die Poker Center Dame. Die gute Schwester Joy. Ein Kleinstein. Pikachu. Pipi. Tragosso. Und ihr seht, also, das wird nichts mehr. Also nur eine Holo. Ja, gut. Nicht besonders spannend wird das, glaube ich. Da wird es schwierig, das Geld wieder reinzukriegen mit einem Booster. Schade, 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 schade. Naja, so ist das halt. Das ist immer wie Lotto spielen. Und wenn ich dann sehe, dass diese Tinboxen jetzt schon für 30 € plus angeboten werden, ja, da fällst du doch vom Glauben ab. Schau mal vor, dann ziehst du sowas. Nee, nee. Aber es ist nun mal ein geiles Set. Man hat die Chance halt auf viele Shinies und auch ein Shiny Glurak. Das zieht ganz klar. Und ja, auch die Top-Trainer-Box, ne? Also die haben ja wirklich geballten Inhalt. Meine war ja auch ganz stabil, die ich jetzt die Tage geöffnet habe. Und allgemein habe ich ja bis jetzt noch keine Top-Trainer-Box gesehen, die ein totaler Flop war. Aber die haben jetzt auch schon Preis. Ist schon nicht übel. Und dahinter haben wir. Leute, ja, Mann, so muss das sein. Genau so muss das laufen, Leute. Genau so muss das laufen. So wünscht man sich das im letzten Booster. Und ich liebe diese Stadionkarten. Die sind so schön. Guckt euch das mal an. Hier unten mit dem Carpador. Herrlich. Mit dem ganzen Wasser und mit dem Grün. Die fehlt mir auch noch. Die fehlt mir auch wirklich noch, Leute. Und jetzt dahinter. Man hat ja immer die Chance auf einen Double-Hit, aber ich bin jetzt schon total zufrieden. Ein Blitzer. Wen interessiert das Blitzer? Mega. Und ich habe echt nicht gedacht, dass das vielleicht doch noch ganz interessant wird, ob wir die Box wieder rausholen. Also theoretisch, weil die wird ja nicht verkauft. Die kommt immer in der Sammlung, ist doch klar. Ne? Wir machen das ja hier nicht, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern um unserer Lust nach Pokémon-Karten zu frönen. Und Leute, die Karte ist so schön. Jetzt gucken wir noch mal hinten. Hinten sieht die auch richtig gut aus. Centuring sieht auch nicht schlecht aus. Und dann denke ich mal, kann man wirklich mit dieser Tim zufrieden sein? Aber mehr als zufrieden. Und bevor wir uns jetzt noch mal angucken, was wir da gezogen haben, gibt es noch mal Codes. Viel Spaß damit, macht was raus. Hier auch nochmal Kräfte im Einklang. Heute ballern wir richtig. Und zum Abschluss, das Ende krönt das Werk, gibt es gleich auch nochmal einen Code. Und zwar nochmal einen aktuellen zu verborgenes Schicksal. Also der, der das Video zuerst sieht, der kann heute auch richtig schön pullen. Von daher, alles gut. Was haben wir gezogen? Wir haben hier diese schöne Promo und die sieht auch wirklich gut aus, auch vom Centering. Lohnt sich. Ne? Das gute Starmie GX. Oh. Kann ich zwar auch schon nicht mehr sehen, die Karte, aber immerhin noch eine GX. Dann hier noch diese Zapdos Holo, übrigens auch ein schönes Artwork. Und das absolute Highlight. Und über diese Karte freue ich mich mega. Dieser super schöne Stadionkarte, nämlich Plätscherhügel. Herzlich willkommen in meiner Sammlung. Und ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir die 22,80 € wieder reinholen.
können, die wir bezahlt haben. Ne? Wie gesagt, gekauft hatte ich es bei WRD Trading Cards. Könnt ihr mal vorbeischauen, cooler Shop. Ich bekomme von denen kein Geld oder so, aber das ist halt so ein kleiner Tipp für euch. Und dann sehen wir uns in dem Sinne jetzt gleich wieder, wenn ich dann mal nachgeschlagen habe, wie viele Karten die wert sind. Ah, ja. Ja, kann man auch. Ich kann das ja nachher mal in Pokémon-Karten umrechnen. Nee, wie viel die Karten wert sind. Also ihr Lieben, wir sehen uns gleich. Ne? Ich schlag mal eben nach. Bis dann. Ciao. So, ihr Lieben, und da bin ich wieder. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt, was die einzelnen Karten so kosten. Ich wollte mich da an Card Market orientieren. Und da geht diese Holo-Karte so zwischen 25 und 30 Cent. Ich blende jetzt die Preise aus gutem Grund nicht ein, denn ich hatte ein Problem, nämlich nachdem ich noch diese Karte eingegeben habe, die so zwischen 2 und 3,50 € bei Card Market angeboten wird, also wo wir dann ungefähr, sage ich jetzt mal, so bei 2,50 € sind, habe ich dann den guten Glurak eingegeben. Und heute am 23.09.2019 habe ich den bei Card Market nicht mehr gefunden. Also da gibt es da wohl, ne, zu diesem Zeitpunkt kein Angebot zu. Wundert mich, aber ist so, war so. Und ja, dann habe ich mal geguckt, für was der so geht. Also so, da lag ich schon ganz richtig mit meiner Annahme von 7 €. So zwischen 5 und 12 bis 15 € wurde er angeboten. Ich denke mal, wenn man da so mit 7 € jetzt rechnet, ist man ganz gut dabei. Jetzt für die drei Karten in dem Sinne 10 €. Und ja, auch den guten Plätscherhügel habe ich auch nicht gefunden. Also zumindest nicht bei Card Market. Und im Internet, naja, da variiert es ganz schön. Zum Beispiel bei Lotti Cards wurde er angeboten für 99,99 €. Das ist natürlich happig und ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Und habe da mal so weitergeguckt, wie der so woanders angeboten wird. Und so oft wird die Karte gar nicht angeboten. Und habe dann da so Ergebnisse gefunden zwischen ja, so 35 und 60 €. Und wenn ich jetzt einfach davon mal ausgehe, dass die Karte wirklich gut zentriert ist, gut erhalten ist, also jetzt nicht irgendwie jetzt hier Beschädigung oder so, habe sie ja gerade ohne Sleeve gesehen, also 40 € mindestens, wenn man dann noch die 10 für die drei Karten rechnet, sind wir bei wenigstens 50 €. Bezahlt habe ich für den ganzen Spaß, wie gesagt, 22,80 €. Also haben wir hier mehr als das Doppelte ohne Probleme rausgeholt, ohne die Box und ohne den Code, den ich schon zur Seite gelegt habe. Ich denke, das ist recht realistisch. Ihr könnt hier mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Also ich finde, der Card Market ist da schon immer ganz gut, ne, um das so, sag ich mal, auszuloten. Und von daher interessiert mich einfach mal so, wie ihr das so macht und wie ihr das gerne so hättet. Falls nochmal so ein Format wie Paisel-Box auf meinem Kanal kommen sollte, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ist immer schön, wenn ihr auch mal einen Kommentar oder so da lasst und ein Like und ein Abo sowieso, falls das noch nicht der Fall sein sollte. Und ja, dann gibt es jetzt hier nochmal einen Code. Und einen zweiten schiebe ich nochmal hinterher. Viel Spaß damit, macht was raus. Und ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und denke, diese Box konnte sich wirklich sehen lassen. Ich denke mal mit wenigstens 50 € für die Ausbeute, die wir hier haben, ist das schon eine ganz stabile Nummer. Also haben wir den Einsatz mehr als verdoppelt. Also ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche und hoffe, dass ihr euch auch die weiteren Videos hier auf diesem Kanal mal gönnt. Also macht's gut, ihr Lieben, euer Pokeknecht90. Ciao.